Frau Grete hat ein braves Huhn, das wusste seine Pflicht zu tun. Es kratzte hinten, pickte vorn, fand hier ein Würmchen, da ein Korn, erhaschte Käfer, schnappte Fliegen und eilte dann mit viel Vergnügen zum stillen Nest, um hier geduldig das zu entrichten, was es schuldig. Fast täglich tönte sein Geschrei: Victoria! Ein Ei! Ein Ei! Frau Grete denkt, oh, welch ein Segen, doch könnte es wohl noch besser liegen. Drum reicht sie ihm, es zu verlocken, oft extra noch die schönsten Brocken. Dem Hühnchen war das angenehm. Es putzt sich, macht es sich bequem, wird wohl beleibt, ist nicht mehr rührig. Und sein Geschäft erscheint ihm schwierig. Kaum, dass ihm noch mit Drang und Zwang mal hier und da ein Ei gelang. Dies hat Frau Gretchen schwer bedrückt. Besonders wenn sie weiterblickt, denn wo kein Ei, da ist's vorbei mit Rührei und mit Kandisei. Ein fettes Huhn legt wenig Eier. Ganz ähnlich geht's dem Dichter Meier, der auch nicht viel mehr dichten kann, seit er das große Los gewann.